In Saarbrücken. Hier in Saarbrücken. In Saarbrücken. Für die, die sich fragen, was wir hier machen, die Friedensmahnwachen wurden im März in Berlin gestartet von Lars Mehrholz und mittlerweile zwischen 80 und 100 Städte in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz gehen die Menschen auf die Straße und sagen, so kann es nicht mehr weitergehen. Wir gehören zu keiner Partei, zu keiner Organisation. Einfach nur Menschen, die sich für Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit auf die Straße stellen, weil eigentlich keiner mehr Lust hat, einfach so weiter im Hamsterrad weiterzumachen, den Abgrund vor Augen. Der Sascha beginnt mit der Eröffnungsrede. Wo ist er denn? Und danach haben wir einige Redebeiträge und Musik. Wir haben das jetzt versucht, mal ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Mal gucken, wie es hinhaut. Sascha, darf ich dich übergeben? Ja, herzlich willkommen zur 15. Mahnwache in Saarbrücken. Ich verlese jetzt, wie immer, traditionell unsere Eröffnungsrede. Wir heißen alle Menschen von Herzen willkommen, die in der Lage sind, friedlich Mahnwache zu halten. Denn Gewaltfreiheit ist unserer Ansicht nach der einzige Weg zu nachhaltigem Frieden. Wir möchten alle hier anwesend um ein paar Sachen bitten. Wenn jemand anfängt zu pöbeln, zu randalieren oder irgendwie Gewalt anzuwenden, wenn vermummte Personen erscheinen, wenn jemand Parteiwerbung oder mutmaßliche Hetzschriften verteilt, bleibt friedlich und sagt umgehend einem Ordner Bescheid. Dieser wird bei Bedarf die Mitarbeiter der Polizei informieren, um notfalls diese Personen von hier zu entfernen. Wir möchten hier keinerlei Gewalt und keine Extreme, weder rechts noch links noch religiös. Ansonsten kann und soll jeder Mensch seine Meinung haben und auch vertreten dürfen, solange dieser Mensch in der Lage ist, hier Friede vorzuleben, anstatt nur davon zu reden. Diese Veranstaltung ist unparteilich, unpolitisch und unreligiös und wird es auch bleiben. Jeder trägt für seinen inneren Frieden selbst die Verantwortung. Denn dieser Friede kann genauso wie Moral, Ethik und Solidarität nur aus eigenem Herzensgrunde und Überzeugung erwachsen. Wir begrüßen herzlich unsere Freunde von der Polizei. Vielleicht kommen sie später noch. Waren ja schon mal da. Wir danken Ihnen für Ihren Einsatz, hier mit uns die Idee des Friedens zu wahren. Wir begrüßen alle freien Männer und Frauen und Kinder, die heute hergekommen sind, um für unser aller Friede einzustehen. Wir begrüßen alle mutigen Menschen mit dem Willen zur Veränderung, ungeachtet ihrer Hautfarbe, Herkunft und Nationalität, egal welcher Religion, welchem Glauben und welcher sexuellen Orientierung sie nachgehen. Jede Meinung ist es wert, gehört zu werden, solange sie im Zeichen des Friedens miteinander steht. Jeder Gedanke soll gedacht werden dürfen und jede Erkenntnis, welche dem Menschen und dem Frieden dient, soll eine Bühne haben dürfen. Wir begrüßen gegensätzliche Meinungen in tiefem Respekt, denn nur durch diese Gegensätze und Unstimmigkeiten können wir uns noch sicher sein, dass wir nicht völlig gleichgeschaltet und verblödet sind. Deshalb gilt es, diese Unterschiede, die uns als Menschen ausmachen, zu pflegen. Und es sollte unser aller Anspruch sein, allen friedlichen Meinungen, Erkenntnissen und Anschauungen, so verschieden sie auch sein mögen, in Respekt und auf Augenhöhe zu begegnen. Wir möchten die Welt nicht schwarz malen, sondern sie an menschlichen Idealen neu beleben. Wir möchten Systemfehler aufzeigen und jeden Menschen ermahnen, einmal genauer hinzusehen. Wir dürfen und sollen hier auch ruhig Freude haben und wünschen uns eine schöne Zeit, in der Menschen sich auf Augenhöhe begegnen und respektvoll miteinander umgehen, auch wenn nicht alle einer Meinung sind. Es wäre schön, wenn wir uns alle hinsetzen, um eine friedliche Atmosphäre auszustrahlen. Hier auch schon mal ein Danke an euch alle, das klappt sehr gut. Möge der Wille zum Frieden über die unterschiedlichen Meinungen stehen und zu einem anregenden Austausch und intensiven Freundschaften führen. Herzlich willkommen. Dankeschön, Sascha. Dann geht's gleich weiter mit dem ersten Redebeitrag von Dumme. Applaus! Jetzt sind wir mal geiler hier. Also klein ein bisschen vulgär jetzt, das muss ich sagen. Ich hab ein paar Schimpfwörter leider drin geschrieben. Ich war böse. Ich sag's nur schon mal von vorne rein, dass man. Okay.
Freunde, ich bin der Meinung, dass es jeder Mensch in sich trägt. Jeder, der hier steht, jeder, der hier vorbeigeht oder sitzt. Es gibt etwas, das sich schwer beschreiben lässt, aber trotzdem in jedem von uns vorhanden ist. Wir nennen es jetzt mal das Weltgefühl. Jeder Mensch, jedes Lebewesen spürt es. Es gibt einen einfachen Grund dafür, und der ist, dass alles im Universum auf irgendeine Weise miteinander verbunden ist. Das ist Fakt. Es gibt eine Gruppe von Menschen, bei denen dieses Gefühl stärker ausgeprägt ist als bei anderen. Diese Gruppe ist hier. Wir haben uns Wissen angeeignet, welches uns dieses Weltgefühl besser definieren lässt. Jeder kann durch Wissen über das, was wir sind, was wir tun und den Irrsinn darin, sein Weltgefühl besser einordnen. Das heißt, wenn irgendwo auf der Welt sehr viele Menschen leiden müssen oder sonstiges, wenn irgendwo auf der Welt Tiere in Schlachthäusern im Sekundentakt kalt gemacht werden, spürt das irgendwo in sich jedes Lebewesen. Danke. Manchmal bin ich traurig, ohne dass mir etwas zugestoßen ist oder einem näheren Bekannten. Nach kurzem Überlegen weiß ich es. Ich bin traurig, weil der größte Teil der Welt es ist. Wir wurden auseinanderdividiert durch Geld, Arbeit, Medien, Konsum. Aber trotzdem sind wir verbunden. Atome verhalten sich im gesamten Universum gleich zueinander. Was weit voneinander entfernt ist, zieht sich an, und was nah aneinander ist, stößt sich ab. Wenn man den Torus betrachtet, eine Darstellung des Energieflusses im Universum, kann man genau dies erkennen. Dieses Wissen allein von schlauen Köpfen umgesetzt würde enormen Fortschritt für die Erde bedeuten. Damit kann man freie Energiegeräte zum Laufen bringen. Überall findet man das Muster des Torus. Alles besteht daraus. Betrachtet man ein Atom, so haben wir die Elektronen auf den Außenbahnen und eine Anzahl Neutronen gekettet an Protonen im Kern. Schwer, es wird jetzt ein bisschen, aber gleich ist es. Die meisten kennen die Darstellung des Atoms. Um den Kern sind mehrere Bahnen, auf denen die Elektronen darum kreisen. Auf der ersten Bahn, in direkter Nähe des Atomkerns, bewegen sich die Elektronen am schnellsten. Auf der äußersten Bahn am langsamsten. Und das ist, woraus einfach alles besteht. Das ist die Materie. Das hat auch was mit Magnetfeldern zu tun. Plus, Minus, Protonen und Elektronen eben. Die Menschen machen folgenden Fehler. Und Albert Einstein ist wohl deshalb verrückt geworden. Albert Einstein hat erkannt, dass der Kern des Atoms das Atom zusammenhält. Der Kern des Atoms besteht, wie gesagt, aus Neutronen gekettet an Protonen. Trennt man diese voneinander, wird eine enorme Kraft freigesetzt. Diesen Vorgang nennen wir Kernspaltung. Jetzt frage ich mich Folgendes. Warum machen die Menschen das? Also wenn man doch weiß, dass das Atom in seiner natürlichen Form eine Eigenenergie besitzt, sonst würden sich ja nicht die Elektronen um den Kern bewegen. Man kann ein solches Atom doch mit Magneten darstellen. Was hat man bei der Darstellung eines Atoms in seiner natürlichen Form mit Magneten also geschaffen? Freie Energie. Wissen ist Macht. Also warum spalten wir den Kern des Atoms, wenn wir wissen, dass der Umwelt und uns schadet, wenn man überall auf der Welt mit Magneten Energie erzeugen könnte? Weil die Spaltung des Atoms sehr aufwendig ist und man dadurch nicht einfach im Keller seine Atome spalten kann. Man muss die Energie vom Kraftwerk beziehen und jeden Monat dafür bezahlen, weil man nichts über freie Energiegeräte weiß und auch sonst nicht weiß, wie man das machen soll mit dem Strom und so. Jetzt gibt es ein Gegnerargument zu den Magnetmotoren, das habe ich auf irgendeiner Demo gehört. Und das wäre, es heißt, die Magneten würden automatisch nach einer Zeit in Einklang kommen und somit würden die Bewegungen, die die Energie erzeugt, zum Stillstand bringen. Ich bin kein Spezialist, aber ich bin sicher, dass man diese Magnete mit bestimmten Gerätschaften dazu bringen könnte, immer wieder außer Einklang zu kommen, damit die Bewegung fortlaufen bleibt. Es ist vorstellbar. Also, ja, so viel mal dazu. Also, wir gehen mal ein bisschen weiter. Ich bin für Nachhaltigkeit. Ich bin dafür, dass jeder eine Glühbirne zum Leuchten bringen und sich was zu essen kochen kann. Das würde dann plötzlich überall gehen, stellt euch das vor. Ohne Belastung der Umwelt. Ich bin auch dafür, dass nur Gegenstände hergestellt werden, die, solange es geht, verwendet werden können.
Warum baut man denn keinen Computer mit der neuesten Technik, der jedem zur Verfügung gestellt wird? Mittlerweile haben wir Geräte, die sind echt sehr gut, aber sie werden nicht zum Kauf angeboten, weil wir dann ja nichts mehr Neues bräuchten. Echt, da braucht man keinen Fortschritt mehr, was PCs anbelangt. Da macht man das Teil noch schön robust und jeder hat für immer einen Computer. Ich glaube nicht... Danke. Ich glaube nicht, dass die japanischen Arbeiter in ihren Fabriken ein Problem damit hätten, diese herzustellen, wenn sie danach ihre Arbeit getan hätten. Ich zum Beispiel bin Polsterer. Ich hätte kein Problem damit zu arbeiten. Ich bin auch momentan beschäftigt. Es gibt viele, ich schätze 40% in Deutschland, die keine Arbeit haben oder nur geringfügig beschäftigt sind. Ich bin sicher, die wenigsten hätten ein Problem damit, mir dabei zu helfen, nachhaltige Möbel zu bauen, wenn sie wüssten, dass wir alle dann nur noch die halbe Arbeit haben. Wenn sie wüssten, dass wenn mir einer von ihnen hilft, wir beide nur noch 4 statt 8 Stunden dort ackern müssen und danach noch Zeit zum Leben haben. Was müsste man dafür machen, dass jeder die halbe Arbeit, aber das gleiche Geld hat, ist die Frage. Wenn man schon mit Geld arbeiten muss, von mir folgender Vorschlag. Erstens, jeder, der kann, müsste mit anpacken. Also wie viele gäbe es, die sagen würden, ich habe da keinen Bock drauf. Ist hier jemand? Das ist schon mal sehr gut. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Zweitens, Nachhaltigkeit. Verringerung des Arbeitsaufwands durch Produktion nachhaltiger Gegenstände. Das versteht sich von selbst. Wenn wir Sachen haben, die halten, brauchen wir nicht ständig neue und müssen auch nicht ständig neue herstellen. Dritter und schwierigster Punkt der Geschichte. Und jetzt kommt der Hammer. Abschaffung von Zins und Zinseszins. Ja, genau. Ohne das geht's nicht. Ich habe im Internet eine Rede von der Montagsmahnwache in Saarbrücken am 23.06.2014 gesehen. Von ihm. Es geht in diesem Video ums Finanzsystem und der Redner erklärt, dass bei jedem Produkt, das gekauft wird, ein Zinsanteil von ca. 40% mitbezahlt wird, da die Firmen, die die Produkte herstellen, sich bei der Bank verschulden müssen, Zinsen zahlen und diese Zinsen mit in den Preis des Produkts einrechnen müssen. Wenn wir diese 40% statt zu verzinsen an weitere Arbeitskräfte verteilen würden, zum Beispiel, hätten wir das doch schon geschafft? Dann hätte niemand Hartz IV. Denn das sind 40%. Damit kann man doch 2 Leute dann beschäftigen. Also so sehe ich das. Wer will denn jemanden, der etwas weiß und Wissen es macht, denn erzählen, dass unser System alternativlos sei? Eins ist sicher, mit mir machen die das keine 50 Jahre mehr. Wir sind nur krass und rote. Mich werden die nicht auf Dauer krank machen und mir dann erzählen, ich bräuchte pharmazeutische Hilfe, die in irgendeinem Crackkeller gebraut wird. Die Apotheker sind die Dealer und nicht die, die das Gras verkaufen. Das läuft runter wie Öl bei mir. Die Banker sind die Gangster. Und diejenigen, die von den unglaublichen Zinserträgen leben, das sind die Schmarotzer. Wir lassen uns nicht weiterhin verarschen. Wir lassen uns nicht weiterhin teilen und spalten. Wir sind Menschen, ob Syrer, Afghane, Iraker, Palästinenser oder Israeli, ob Deutscher, ob Russe, ob Türke, ob Kurde, ob Christ oder Moslem, oder braun oder weiß. Wir wollen alle Frieden und wir wollen alle einfach leben. Ich kann es nicht oft genug wiederholen. Wir wollen leben, denn wir leben nicht. Ich kann es nicht so nennen. Es ist nicht Leben, wenn man Hartz IV-Empfänger ist und jeden Tag Sorgen hat, ob man seine Wohnung behält, in Leiharbeit gedrückt wird oder sein Essen nicht bezahlen kann. Es ist aber auch nicht Leben, wenn man morgens um 4 aufsteht, dann 12 Stunden unterwegs ist und dann völlig ausgelaugt nach Hause kommt, wo man dann weiterarbeiten muss, denn es tut sich nichts von alleine. Die Kraft ist leer und kreativ ist man dann auch nicht mehr besonders. Man macht den Fernseher an und dröhnt sich damit die Birne weg, wird desinformiert und gleichgültig, schläft ein und dann 4 Stunden später wieder wach zu werden. Und dann geht das von vorne los. Also, lasst uns leben.
Wir scheißen auf das Kapital. Wir brauchen ein Dach über dem Kopf und was zum Essen. Wer sagt, dass eine Stunde Lebenszeit, eine Stunde in einem kurzen Leben im Durchschnitt 8 Euro wert ist? Woanders noch viel weniger. Wer nimmt sich das Recht heraus, das zu bestimmen? Wer sagt, dass eine Stunde von einem Manager in seinem Büro mehr wert ist? Wer behauptet das? Wir brauchen eine sehr, sehr große Veränderung auf dieser Erde, sonst sehe ich wirklich schwarz. Mein Weltgefühl sagt es mir und ich weiß, dass ihr es auch spürt. Wir müssen leben und leben lassen, auch die Tiere, auch die Umwelt. Dann kommen wir zu völlig anderen Ergebnissen. Ich habe im Kampf mit ihren Papieren und Zahlen eine Sache gelernt. Man darf sich nicht so kaputt machen. Von mir aus können sie tausende Briefe schicken. Sie kriegen auch irgendwie ihr Geld von mir. Aber es gab Zeiten, da konnte ich wirklich gar nichts mehr bezahlen. Weil das Amt zumachte, dadurch sind Zinsen und so angefallen beim Stromversorger. Wegen diesem Geld mache ich mich nicht verrückt. Darauf können sie warten, bis sie schwarz werden. Ich lebe doch nicht für die, wenn eine Stunde, in der ich arbeite, 11 Euro wert ist und sie dann 5 Euro Zinsen verlangen, arbeite ich eine halbe Stunde für ein System, das genau dafür gemacht ist. Also leckt mich am Arsch, ihr korrupten Eliten. Im Endeffekt arbeite ich dann für euch und ich habe von euch nie eine Leistung bekommen, also fuck you. Anders kann man das nicht sagen. Ich will ja nicht so vulgär werden. Aber es muss manchmal sein. Muss man denn so gierig sein? Das ist die Frage, die ich mir immer stelle. Muss man so viel an? Die Kinder haben natürlich nichts gehört. An meine Freunde, an meine Brüder und Schwestern da draußen, die dieses Video vielleicht sehen. Wir brauchen euch hier. Ich bitte euch ein letztes Mal darum, bevor ich mir daran noch die Zähne ausbeiße. Kommt hierher oder unterstützt uns auf andere Art. Zusammen sind wir so viele. Wenn wir alle hier stehen würden, hätten wir schon wieder mehr Effizienz. Die Medien lenken jetzt schon ein und berichten anders. Seit es uns gibt, nämlich eine leichte Veränderung der Berichterstattung war und wir können noch viel mehr schaffen. Wir fordern die NATO dazu auf, sämtliche Truppen aus sämtlichen Besatzungsgebieten abzuziehen und die Menschen leben zu lassen. Wir wollen echte Arzneimittel, gesundes Essen und Zeit zum Ausruhen. Vor allem wollen wir Frieden. Habt ihr das mit den kleinen Nachrichten in der Primark-Ware gehört? Die Näherinnen in Bangladesch haben dort Nachrichten eingeschrieben, glaube ich. Und die kommt man dann hier kaufen, eingenäht. Und das kommt man dann hier kaufen. Ja, das haben dann hier lauter Leute gefunden. Das sind Aktivisten, sage ich euch. Die sind mit uns. Wenn das Internet nicht so zensiert wäre, würde man sehen, was in der Welt los ist. Aber das Internet ist bei uns ja wie eine große Glasglocke. Da kommt so einfach nichts rein und von uns geht auch so einfach nichts raus. Was glaubt ihr, was die im Moment im Bundestag beschließen? Am 16. Juni 2006 beschloss der Deutsche Bundestag die Erhöhung der Mehrwertsteuer um 3 Prozentpunkte auf 19%. 2 Tage zuvor hatte die deutsche Fußballnationalmannschaft ihr zweites Vorrundenspiel gegen Polen 1:0 gewonnen und hierzulande eine nie dagewesene Fußball-Euphorie ausgelöst. Während der letzten Fußball-Weltmeisterschaft in Südafrika standen unter anderem die Verlängerung der Restlaufzeiten von Atomkraftwerken, die deutsche ISAF-Beteiligung in Afghanistan und Stabilisierung des Rentenniveaus auf der politischen Agenda. Was dürfen wir in diesem WM-Jahr für kleine politische Schweinereien erwarten? Die nächsten Parlamentssitzungen in Berlin, achso, ja, das war jetzt schon. Umstrittene Entscheidungen setzen Politiker offenbar gerne dann durch, wenn König Fußball die Nation ablenkt. Darauf deuten Beschlüsse in der Vergangenheit hin. Was blüht uns während der WM? Ich sag's euch, es geht um Fracking. Die PKW-Maut, das war heute, ich weiß noch gar nicht, was dabei rauskam, aber bestimmt nichts Cooles. Und Kampfdrohnen und so weiter. Wir vertrauen der Regierung nicht mehr. Wir haben es satt, über den Tisch gezogen zu werden. Wir sind Personal. Das steht auf unserem Ausweis.
Wie definiert man das Wort Personal? Das ist aus Wikipedia. Mit Personal werden die in jeder Art von Organisationen in abhängiger Stellung arbeitenden Menschen bezeichnet, die innerhalb einer institutionell abgesicherten Ordnung gegen Entgelt ihre Arbeitsleistung erbringen. In einer wissenschaftlich genaueren Definition wird das Personal als Belegschaft bezeichnet. Also wenn wir Personal sind, brauchen wir ja auch einen offiziellen Arbeitgeber. Und da kommen wir zu der Bezeichnung BRD GmbH. Und das ist auch ganz offiziell. Ich mache mir da ernsthafte Gedanken um meine Freiheit. Wir machen uns Sorgen, sonst nichts, darum stehen wir hier. Das geht an dich, wenn du das hörst, auf welchem Weg auch immer. Denk über dich nach. Denk darüber nach, was du isst, wenn es stimmt, dass du bist, was du isst. Denk darüber nach, wem du glaubst. Denk darüber nach, wem du vertraust. Denk darüber nach, was du tust. Denn deine Taten bestimmen dein Umfeld, welches deine Gedanken bestimmt. Deine Gedanken bestimmen deine Worte und deine Worte noch wieder deine Taten. Du kannst es ändern. Du kannst noch alles retten, indem du aufstehst und sagst, hey, was soll das? Das könnt ihr mit mir nicht machen. Ich bin ein Lebewesen. Ich habe einen Wert. Hierzu ein kleines Zitat aus einer Filmszene. Ich brauche Ihnen nicht zu sagen, dass die Zeiten mies sind. Das wissen Sie genauso gut wie ich. Es herrscht Depression. Viele sind ohne Arbeit oder haben Angst, ihren Arbeitsplatz zu verlieren. Der Dollar ist keine 5 Cent mehr wert. Banken gehen pleite. Geschäftsleute haben eine Waffe unterm Ladentisch. Verbrecher machen die Straßen unsicher. Es scheint niemanden zu geben, der weiß, was man dagegen tun kann. Wir wissen, die Luft, die wir einatmen, ist vergiftet. Genauso wie die Lebensmittel, die wir essen. Wir sitzen im Sessel zu Hause, sehen fern und lassen uns von irgendeinem Ansager erzählen, dass es heute 15 Morde, 63 Gewaltverbrechen gegeben hat. So als ob es das ganz Normalste wäre. Wir wissen, die Zeiten sind mies. Schlimmer als mies. Sie sind verrückt. So als ob überall alles verrückt geworden ist. So dass wir gar nicht mehr rausgehen wollen. Wir sitzen zu Hause. Und langsam wird die Welt, in der wir leben, immer kleiner. Und wir sagen nur, bitte, lasst uns wenigstens hier in Ruhe, in unserem Wohnzimmer. Lasst mich meinen Toaster haben, meinen Fernseher, meine Stahlgürtelreifen. Dann sage ich auch nichts. Lasst mich bloß in Ruhe. Und dann sagt der Sprecher, also es ist ein Fernsehsprecher in diesem Film, ich werde euch aber nicht in Ruhe lassen. Ich will, dass ihr wütend werdet. Ich will nicht, dass ihr protestiert, dass ihr Krawalle veranstaltet oder eurem Kongressabgeordneten schreibt, denn ich wüsste nicht, was ihr ihm schreiben solltet. Ich weiß nicht, was man gegen die Depression tun kann, die Inflation und die Verbrechen auf den Straßen. Ich weiß nur, dass ihr erst einmal wütend werden müsst. Ihr müsst sagen, ich bin ein menschliches Wesen, verdammt nochmal. Ich habe einen Wert. Also, und dann kommt der Geisterteil der Szene. Ja. Und dann sagt er, also, ich will jetzt, dass ihr aufsteht. Ich will jetzt, dass ihr alle aufsteht. Einer wie der andere. Ich will, dass ihr sofort aufsteht, zum Fenster geht, es aufmacht, den Kopf rausstreckt und schreit. Ihr könnt mich alle am Arsch lecken. Ich lasse mir das nicht mehr länger gefallen. Die Szene ist der Hammer. Es handelt sich um einen Nachrichtensprecher oder sowas und er ist wohl damit live im Fernsehen. Er wiederholt es immer wieder. Steht auf, macht den Fernseher auf und schreit, ihr könnt mich alle am Arsch lecken. Ich lasse mir das nicht länger gefallen. Na los, steht alle auf. Das denke ich mir auch manchmal. Deshalb das Zitat. Wir brauchen jeden Einzelnen, der hier vorbeiläuft. Genau du mit der rosanen Hose und dem schwarzen Top. Genau du. Mit dem Kinderwagen. Wir brauchen dich. Du kannst es verändern. Du kannst etwas für deine Kinder tun. Bravo. Leute, wir brauchen Empathie. Wir brauchen mehr Mitgefühl für die Menschen und Lebewesen außerhalb unserer beschränkten Sichtweite. Wir brauchen eine Bewusstseinserweiterung. Und wir brauchen keine Politiker, die uns sagen, hier darfst du hin, hier darfst du nicht hin, so musst du leben und so musst du sein. Wir brauchen keinen Anführer, der die Richtung vorgibt, weil wir alle selber wissen, wo es für uns lang geht. Danke für die Aufmerksamkeit. Wer redet weiter?
Dankeschön. Ja, herzlichen lieben Dank, Dumme. Super Rede, da machen wir ein klein bisschen Musik. Ich mache ein paar Songs, damit wir alle mal ein bisschen wieder aufnahmefähig wieder werden. Und danach geht es dann weiter mit weiteren Rednern. Ich baue mal schnell auf.